So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge. Naja, halbe Stunde. Keine Ahnung, ob man das als klein bezeichnen kann. Bei einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator, wo wir mittlerweile schon Level 7 sind. Holy moly. Siehst du, wie ist das eigentlich? Fertigkeiten. Ich meine, eigentlich, wir haben ja hier 6 pro Stück und 6 insgesamt. Das heißt, es gibt es mehr als 36 Level? Und wenn ja, was weiß ich denn danach? So ein schöner Anstieg. Na, weil wir da die ganzen Schwerlasttransporter hatten, ne? Die haben wir halt immer nur so ein bisschen. Dafür haben natürlich diese Schwellertransporte wesentlich länger gedauert. Ist ja hier wirklich nur Anstieg, ja quasi je Mission und nicht je Zeiteinheit. Von daher. So, wir, Alter, hab ich irgendwas im Auge hier? Frachtmarkt. So, wir starten hier und liefern Prozessoren für 10.000 Euro. Ist doch geil. Medizinische Ausrüstung. Ah, nimmt sich beides nicht wirklich. PC sind besser. So. Frei wie der Wind möchte ich sein, wenn ich bin. Ein Kind. Und so ähnlich. So, es ist mitten am Tage. Alles frisch repariert. Und wir müssen Lass uns loslegen. losfahren. Alles frei, alles frei. Boah, nicht so hart lenken. Biege nach rechts ab. So. Geradeaus. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Habe ich die ganze Zeit den Blinker an? Was Nimm los? diese Ausfahrt. Okay, scheinbar gibt es hier wirklich keine Vorfahrt, sondern das ist eher na, wie sagt man, so eine Art Einfädelung, wo es eigentlich ja keine wirkliche Gesetzeslage gibt, sondern wo einfach der gute Wille dazu da sein sollte, dass jeweils immer einer fährt. Ja, bin ich ja nicht so überzeugt von. Ausfahrt nehmen.
Was? Oh, Kredit. Diese Ausfahrt. Oh. Wir werden diesen Kredit nie abgezahlt bekommen. Wir sind immer noch bei 30.000, genauso wie wir angefangen hatten. Oh, schon wieder hier. Nach links ab. Schau mal, da gucken. Geht links rechts ab. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. So, Frachtmarkt. Ja. Oh, hier. Das wird ja Spaß. Nee, das wird so nix. Da muss ich mal so hier. Und jetzt. Na, vielleicht noch ein bisschen einpendeln. So ungefähr. Okay. Was? Zu viele Geräusche mit einmal. Prost. So. Fahrt vorsichtig. Ich sehe nichts mehr. So, da frei. So, na dann. 10.000 Euro, ich komme. Hoffentlich ohne Unfall. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Alter, was ein schöner Himmel, bitte. Rechts. Holy moly. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Habe ich hier zweimal das Navi offen. Aber was macht denn der da schon wieder? Oh, wir haben gerade mal 2 Stunden Reserve. Wir brauchen noch 3,5 Stunden und haben gerade mal noch 5 Stunden. Das ist ja nicht so viel. Eigentlich war ich ein bisschen schneller. Oh mein Gott. Was tue ich hier gerade? So viel zum Thema unfallfrei ankommen, ne? Das wird nie im Leben klappen. Weil ich jetzt halt was speichern. Demnächst links abbiegen. Ey, links? Achso, ja gut, okay. Hier kommt eine Kurve. Links ab. Hey, wo kommt denn der her? Nani? Ich habe doch gerade rechts geguckt. Da war doch gar keiner. Bin ich blind? Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt. Vor allem mit welchem Affentempo, der da gerade angekommen ist. Nimm diese Ausfahrt. Der ist ja fast so schnell unterwegs wie ich. Schon geile Landschaft hier, ne? Gerade so bei Brücken, da kannst du halt echt wunderschön die Landschaft genießen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Oh, oh, da vorne, ist was. Zum Glück nichts, was uns interessiert. Von daher. Wir waren ja schon mal, ne? Boah,
Alter, wie das sieht ja aber geil aus. Da rechts, die ganzen kleinen Bäume. Cool. Immer geradeaus. Doja, doja. Naja, fast. Das war gerade ganz schön knapp. Oh, nö. Aber diese Umleitungen hier. Dass das Navi diese nicht anzeigt, ne? Dann werden wir mal gucken. Also wir haben hier eine Umleitung. Die geht aber ganz schön weit weg. Wenn ich jetzt einfach mal hier einen Punkt setze. Ja, ich meine, es geht zwar noch, aber schön ist anders. Fertig zum Losfahren. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. So viel zu den schnell verdienten 10.000 Euro. Vor allem, wie gesagt, so viel Zeitreserve habe ich gar nicht. Na, ich habe weniger als eine Stunde. Nee, also etwas mehr als eine Stunde, aber weniger. Also, meine Reserve ist weniger geworden. Vorhin hatten wir anderthalb Stunden. Jetzt haben wir nur noch 1 Stunde und 20 Minuten. Also geil ist anders. Von daher macht mal hin hier. Ach so, klar, klar, ist ja jetzt hier auch eine Umleitung. Klar, dass er jetzt auch mehr Zeit anzeigt. Wenn ich jetzt den Punkt wieder wegnehme, hat er eine effizientere Strecke. Ne? Aber wenn ich jetzt hier einen Punkt hinsetze. Bitte wenden. Bitte wenden. Bitte wenden. Auf geht's. Naja. 110 dürfen wir? Okay, da fahren wir auch 110. Plus, minus 80. Nach links ab. Bisschen zu weit gelenkt. Ups. So. Piepst du ja so. Ich fahre überhaupt nicht so schnell. Das ist alles Toleranzbereich. Jetzt haben wir wieder anderthalb Stunden Reserve. Ich hole wieder Zeit auf. Sehr gut. Gefährlich. Und eine Baustelle. War ja klar. Alarm! Alarm! Aber kam gar keine Fehler-Dings der Bumster, ne? Achso, obwohl immer noch alles auf 0% ist. War wohl wieder nur Lackschaden.
ist aber auch hier eine schöne Gegend, oder? Halt, aber die hat einen Stein da. Duja, duja. So, einmal wunderschön ausgeschwenkt. So, halten wir uns mal wieder ein bisschen so an Geschwindigkeitsbegrenzungen, ne? Genug rumgerast. Will ich eigentlich nur auf Autobahn machen. Von daher. Das kann ich gleich GTA San Andreas spielen. Kommt dann aufs Gleiche raus. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Oha. Habe ich nicht gerade irgendwas gesagt mit von wegen zu schnell fahren? Und jetzt war ich hier 30 km/h über Limit? Das ist ja schon heftig. Ach ja, siehst du, wir wollten ja gucken, wegen irgendwelche Fragezeichen auf unserer Strecke, ne? Aber hier sind nix, nee, hier sind nix so welche. Ah ja, gut, okay. Schade, schade. Ja, ich war schon wieder zu schnell, Mann. Wenn man einmal in diesem Modus ist, mit dem egal, ne, dann da fährt man immer noch zu schnell. Macht auch keinen Sinn. Egal. Ihr wisst genau, was ich meine. Hoffe ich zumindest. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Biege nach rechts ab. Ah, das ist das Ziel. Nice. Links halten und dann links abbiegen. Ich war schon wieder viel zu schnell. Meine Güte. Biege nach links ab. Fahr doch mal. Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Was? Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut.
Wir beeilen uns! Hä? Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Na los, mal auf hier. Ich dachte, du wartest. Endlich, wir sind da. In meiner Welt sieht Warten anders aus. Achso, hier brauche ich auch nicht mehr. Was? Da. Nice. Yeah. 10.000. Aber leider immer noch wieder zu wenig. Ach, wir brauchen immer noch 5.000. Oder? Ah, nee, guck mal, wir brauchen nur noch 2.000. Ah, egal, trotzdem zu viel. Mehr als wir haben. Also brauchen wir noch einen Auftrag. Scheiße, warte. So. Wir fahren von da. Oh, 18. Oh. Komplett einmal zurück. Oder wir fahren da oben lang. Was machen wir? Fahren wir wieder zurück? Da gibt es ordentlich Schotter. Oder fahren wir in neue Gebiete? Ich würde mal fast sagen, in neue Gebiete fahren klingt schon mal geil. Ja, machen wir. Als Navi-Ziel eingestellt. So. Zeit zu gehen. Ja, hier können wir ein bisschen wenden. Ja, gerade so können wir hier wenden. Funktioniert. Das ist das Wichtigste. Ja, wohin denn? Etwa hier? Tatsächlich. Ha, lol. Gut, dann aber wieder Cut Marsch. Wohin? Das machen wir einmal mit einem gekonnten Rückwärtsfahren. Nee, das war noch zu früh. Oh, jetzt, genau. Das war schon zu spät. Scheiße. Nee, das wird nicht mehr. So. Was mache ich denn jetzt hier gerade? So, genau. Ah, das sieht ja gut aus. Naja, ein bisschen schief ist er schon. Aber können wir ja so gerade ziehen. Ah? Hä? Alter, wenn ich andauernd vorwärts und rückwärts fahre, dann verwechsel ich immer die Tasten, was jetzt beschleunigen und was bremsen ist. Eben. So, jetzt. Also ab jetzt bremse ich nur noch mit der Handbremse. Wenn ich rückwärts fahre und bremsen möchte und dann auf S drücke wegen Bremsen, dann bin ich im Rückwärtsmodus und beschleunige damit. Das ist ja behindert. Los. So, volle Fahrt voraus. 18 Uhr. Holy moly. Hä, okay. Also beim Aufladen vergeht zwar die Zeit, aber ich werde müde. Bin ich etwa der auflädt, oder was? Ich dachte, das machen die mit dem Gabelstapler. Alleine. Schweinerei. Biege nach links ab.
Dann müssen wir ja gucken, ob wir hier irgendwo. Ja, doch, wir kommen an haufenweise Stellen zum Schlafen vorbei. Sehr gut. Immer geradeaus. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt. Upsidi. Ich glaube, dem habe ich gerade die Vorfahrt genommen. Nimm diese Ausfahrt. Irgendwie ging ich davon aus, dass der braune Transporter auch abbiegen möchte. Aber wollte er gar nicht. Naja. Kann ja mal passieren. Und wir fahren schon wieder zu schnell. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Rechts halten und dann rechts ab. Biege nach rechts ab. Autobahn, auf der man nur 50 fahren darf? Was ist denn hier los? Tja, vor allen Dingen, seitdem wir die... Oh, guck mal, bei dem LKW bewegt sich das Fahrerhäuschen. Ist ja süß. Ja, Problem ist halt nur, was mir gerade immer mehr auffällt, seitdem wir das ganze, die ganze Stuff da im Führerhaus haben, da habe ich haufenweise Mikroruckler so ab und zu. Müssen wir mal gucken, ob wir unsere Kabine ein bisschen entschlacken. Also da oben die ganzen Dinger, da die ganzen Dinger, also hier unser Schlafdingsabums da, der kannst du locker weg. Braucht keine Sau. Die Sachen, da würde ich gerne behalten. Aber alles, was so an der Fensterscheibe ist, kann eigentlich alles weg. Das braucht keine Sau. Ja, wir haben noch grün. Mal gucken, haben wir da eine Werkstatt uns von der Nähe? Na, da kommen wir aber nicht vorbei, ne? Und Umweg fahren geht auch nicht. Nee, da führt kein Weg dran vorbei. Nee, das wäre dumm. Aber hier nicht irgendwo eine Werkstatt in der Nähe? Guck mal, hier hinten aber doch. Aha, wisst ihr, müssen wir sowieso die ganzen Fragezeichen abdingstern. Dann können wir die beiden Fragezeichen da gleich abfrühstücken. Dann fahren wir hier eine Runde rum und entfernen dort gleich die ganzen... Okay, wir fahren los. Also hier vorne die Blende und unser kleines Blinkding, was da rumblinkt, dingt. Man, dieses Volvo-Dreieck, oder? Wer weiß. Da vorne ist ja schon wieder rot. Was ist denn hier los? Rote Welle hier. Oh, wir sind doch schon über der Zeit. Fällt mir gerade mal so auf. Weißt du was, dann machen wir es anders. Dann fahren wir jetzt doch hier ab. Und machen dann an der Stelle auch gleich Pause. Auf geht's. Klingt das gut? Also vollen Pause, vollen Ende. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Nein, ich habe den roten da nicht abgedrängt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Also so weit ist die Strecke ja gar nicht hier. Vor allem, wir müssen auch gar nicht hier so weit hinten fahren, weil wir können hier direkt auf dem Gelände wenden, was natürlich das Navi-App nicht weiß, dass wir da hin wollen. Zum Losfahren. Ne? Von daher ist das hier alles im grünen Bereich. Was? Wie jetzt? Wo jetzt? Bin ich da echt hängen? Das ist 103 Kilometer Luft? Route neu berechnen. So, Wartung. 1000 Euro. So, LKW-Konfigurator. Da wollen wir mal hier im Führerhaus ein bisschen nachschauen. Ich weiß nicht, das Ding, das kann sogar fast dranbleiben.
Aber ich schätze mal hier das Ding mit den ganzen Dingern hier. Das, wo war denn das? Nein. Genau, das kann weg. So. Bestellen. Siehst du, bekommen wir sogar wieder 200 Euro. Lol. Zeit zu gehen. Aber mal gucken, ob das jetzt besser ist. Ah, steuert immer noch ganz schön. Also immer noch Mikro, klar. Hä? Okay. Ach da. Konfigurator. Aber das Ding alleine kann ja wohl unmöglich so viel Berechnung brauchen. Da muss das Spiel ja super ineffizient sein. Oh, und hier ist ja eigentlich nichts. Na gut, bei dem LKW das Fahrerhütchen. Aber das kann es ja nicht sein, oder? Warte mal kurz, wir gehen mal kurz rückgängig machen, ja? Ich speichere mal kurz. Bam. So, halt. Dann nehmen wir mal die beiden Dinger raus. Also, das Ding nehmen wir einfach mal raus. Das Ding nehmen wir einfach mal raus. Und, nein. Hä? Ich bin verwirrt. Das Ding. Habe ich jetzt hier alles entfernt? Oh, habe ich. Oh, egal, YOLO. Kostet den nur 1 Euro. Bestellen. Ich bin gespannt, ob ich jetzt immer noch Mikro habe. Lass uns loslegen. Naja, ich habe immer noch Mikroruckler. Also daran alleine kann es nicht gelegen haben. So, sowas passiert, wenn man einen zu kleinen Wendekreis hat. Hä? Ich glaube, ich fahre zu schnell. Ja gut, also an den beiden hat es wohl nicht gelegen. Tja, wie soll ich denn diese Mikroruckler jetzt auf einmal? Das kommt mir echt ein bisschen sehr suspekt vor. Na gut. Da kann das kleine Volvo-Ding da wenigstens drinne bleiben. Sehr schön. Biege nach rechts ab. Achso. Wollte ich nicht Vollpause machen an der Stelle? Jetzt suche ich mir noch eine schöne Ausgangsposition, wo ich schon rausfahren kann und dann machen wir an der Stelle erstmal Feierabend. Jetzt schon 37, also die Folge, 37 Minuten, ne? Wisst ihr schon, was ich meine? Los. Oh. Ja, einen Hänger schon gerade ziehen hier. So, Hänger schon gerade gezogen. So. Perfekt. Das ist doch wieder eins hier. Easy. Motor aus, Handbremse rein, speichern und das war's dann. Können wir auch nochmal speichern hier? Speichern, 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 speichern. Also es sieht zumindest so aus, als wenn wir nicht in Insolvenz wandern, aber wir müssen halt erstmal Geld machen, damit wir hier unsere ganzen Kredite rausgewirkt bekommen. Was mir gerade einfällt, wartet mal ganz kurz. Oh, jetzt! Hier, ne, IQ 100 Move. Oh. Bin ich gut oder was? Jawoll, ja. Okay, das müssen wir direkt speichern. So, haben wir nochmal hier. Oh. Schnellspeicherung aktualisiert und unser Speicherstand aktualisiert. Das ist doch jetzt perfekt. Jetzt haben wir nur noch 2 Kredite. Geil. Nice. Oh, siehst du, läuft doch. Und wir haben sogar immer noch 9000 Euro. Reicht sogar noch für die nächste Tankfüllung. Cool, cool, cool. Sehr, sehr geil. Okay, dann, was jetzt? Ja, würde ich mal sagen. Das sieht alles gut aus. Ja. Haben wir 8 Folgen aufgenommen. 44 GB. Das dauert doch wieder Jahre, bis ich das hochgeladen bekommen habe.
Eieieiei. Mal schauen. Aber ich hatte überlegt, ob ich heute noch ein paar Folgen aufnehme. Aber wenn die Folgen alleine jetzt schon 44 GB brauchen, das dauert ja mindestens 4, 5 Tage straight up Scheiße. Warte mal kurz. Also 45 GB sind es ungefähr. So, also 45.000 Megabyte. Und das bei 0,15 Megabyte Upload-Rate sind 300.000 Sekunden. Und das durch 86.000 Sekunden pro Tag. Ja, sind wir im Idealfall bei 3,5 Tage. Ja, gut. Das ist mal vorproduzieren im anderen Sinne. Geil. Oder auch nicht. Ja, und hier merkt ihr schon, warte mal ganz kurz, ich schalte euch mal kurz hier auf mein rechter Bildschirm. So, da seht ihr hier schon, ne? Hier, da wo es so komplett gelb ist, da habe ich 1,5 Kilobyte, 150 Kilobyte und mehr Upload. Aber hier vorne zum Beispiel, in dem Bereich, war es zum Beispiel schon wieder weniger. Aus unbekannten Gründen. Deswegen, also, das ist schon. Naja, ich meine, erstens mal gibt es natürlich auch noch. Da. Erstens mal gibt es natürlich auch noch andere Geräte hier im Netz, diese Sachen ab und zu hochladen. Zum Beispiel irgendwelche Geräte, die Backups machen. Also hier gerade Android-Handys und so, die machen ja ab und zu mal Backup. Das ist Upload und sowas alles. Deswegen, also, das mit den 3,5 Tagen ist wirklich idealst Bedingung. Ich schätze mal eher, wir reden hier so von 6 bis 7 Tagen. Das ist realistischer. Ja. Naja, egal wie dem auch sei, auf jeden Fall, vielleicht mache ich heute noch 4 Folgen, da ich ja eh bereits im Voraus aufnehme, da er nicht mal die Mindtest-Folgen hochgeladen hat, die ich gestern aufgenommen habe. Selbst da ist er gerade mal bei der zweiten Folge von 8. Das ist ein Albtraum. Das Internet ist ein Albtraum. Aber naja, bald kommt der Glasfaser. Und wenn nicht, ziehen wir hier bald aus. Ja. Geil. Finde ich ja echt geil. Gut, dann, ja. Vielleicht bis zur nächsten ETS-Folge. ETS-2-Folge. Ansonsten bis zur nächsten Mindklon 2, Mindklon 5-Folge. So, bis dann.